Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Austrocard bei Turmöl. Hallo und herzlich willkommen bei Wirtschaft und Trends, das Magazin. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wir haben wieder interessante Beiträge für Sie vorbereitet. Der Welser Immobilienspezialist Consulting Company ist nicht nur am oberösterreichischen Markt in Sachen Wohnbau stark unterwegs. In der Kaiserstadt Bad Ischl erfreut man sich ebenso an Wohnbauten wie in der Bundeshauptstadt. Herr Kammerstädter, ein traditioneller Welser Bauträger ist unheimlich aktiv in Wien. Haben Sie die Bundeshauptstadt schon eingenommen? Eingenommen ist vielleicht ein bisschen überzeichnet, aber wir haben in den vergangenen Jahren, wir sind seit 6 Jahren in Wien, über 250 Wohnungen selbst errichtet, auch schon verkauft, planen für die nächsten 2 Jahre wieder 250 Wohnungen und haben aber parallel noch eine städtebauliche Entwicklung auch vorangetrieben und abgeschlossen, wo in den nächsten Jahren über 1000 Wohnungen hinkommen werden. Was ist zurzeit Ihr Lieblingsobjekt unter Anführungszeichen? Eigentlich alle, die man schon errichtet haben, die sind natürlich immer was ganz was Spezielles, vor allem wenn sie gut funktioniert haben. Und bei den kommenden Projekten, die anstehen, wo rund um den Jahreswechsel Baubeginn sein wird, ist das Projekt in der Breitenseer Straße, ein Projekt mit 146 Wohnungen. Der alte Kaiser ist von Wien immer nach Bad Ischl auf Sommerfrische gefahren. Auch im Salzkammergut haben wir das Logo der Consulting Company entdeckt. Was bauen Sie im Salzkammergut? Wir haben schon gebaut, und zwar in Bad Ischl mit Blick auf die Kaiserstadt. Auf einer Anhöhe haben wir 16 Wohnungen errichtet, Hauptwohnsitze, Ferienwohnsitze. Ein wirklich sehr schönes, kompaktes Haus, das bei den Kunden extrem gut angekommen ist. Ja. Wels, Ihre Heimat, in Wels auch aktiv? Natürlich sind wir in Wels aktiv. Wir betreuen hier für Kunden und Investoren rund 200 Mietwohnungen, die wir vermieten, die wir übergeben, zurücknehmen etc. und sind also sehr aktiv und würden jederzeit auch wieder in Wels ein Projekt angehen und errichten, selbstverständlich. Der Bauboom herrscht momentan in Österreich. Spüren Sie das persönlich auch in der Firma? Natürlich spüren wir diesen Bauboom auch, weil viel los ist, weil die Firmen beschäftigt sind, weil die Preise gestiegen sind. Aber dadurch, dass wir immer sehr korrekt umgehen mit unseren Partnern und uns sehr um unsere Partner schauen, haben wir immer gute Firmen an der Hand, die für uns arbeiten können. Im nächsten Beitrag stellt sich die Firma Schaux IT vor. Der Komplettanbieter in Sachen IT-Dienstleistungen. IT as it should be. Mit diesem Slogan erreicht, betreut und überzeugt die Firma Schaux seit Jahren seine Kunden. Und das mit großem Erfolg. Die IT und all ihre Komponenten stellt in jedem Unternehmen mittlerweile das zentrale Werkzeug dar. Qualitativ hochwertige Hardware und kompetente Konfiguration sind hier Grundvoraussetzung. Datenschutz, Sicherheitslücken, Windows-Updates und schnell wachsende Anforderungen stellen die EDV den sorgenfreien Betrieb jedoch vor neuen Herausforderungen. Die Firma Schaux hat dazu einen etwas anderen Wartungsvertrag. Firma Schaux bietet mit 2019 neu Service Plus als Wartungsvereinbarung. Die wichtigsten Eckpfeiler: transparent, Wartungsvertrag mit einer Seite, dementsprechend kein Kleingedrucktes. Inkludiert sind von der Wartung der IT über die Telefonie, über die Videoüberwachung alle Punkte, um für jeden Kunden das so transparent, einfach wie möglich abzuhandeln. Durch die geplante ISDN- und Analogabschaltung im Jahr 2020 hat die Firma Schaux in Zusammenarbeit mit der Firma NetPlanet ein IT-Produkt im Portfolio, das auch im Wartungsvertrag inkludiert ist. Zahlreiche Kommunalbetriebe, größere Schulen sowie die Gemeinde Steinhaus nutzen diese Serviceleistungen. Beim Bau des Kindergartens, wir haben den gesamten Kindergarten mit allen seinen Gruppen und Büros vernetzt. Es ist der gesamte Volksschulbereich EDV-mäßig und telefonmäßig betrieben und unterstützt durch die Firma Schaux und hier im Gemeindeamt ebenso die ganze Telefonanlage. In der schnelllebigen Zeit, speziell in der Autoindustrie, ist der Computer ein täglicher Begleiter. Für Klaus Reiner vom Autohaus Reiner ist das Know-how der Firma Schaux nicht mehr wegzudenken. Wir versuchen natürlich immer am letzten Stand zu sein, von der EDV, ob im Büro, ob in der Werkstätte. Nachdem die Fahrzeuge immer mehr Computer bekommen, geht ohne dem eigentlich gar nichts mehr. Das heißt, wir müssen immer schauen, dass wir am letzten Stand sind und dass natürlich klarerweise alles sehr reibungslos funktioniert.
Für das haben wir auch einen Betrieb gesucht, der was das für uns erledigt. Und das ist in dem Fall die Firma Schalks, der Herr Iker Martin, und der macht das sehr gut. Qualität resultiert aus Erfahrung. IT as it should be. www.schalks.at. Die EWW-Gruppe startet das größte Projekt in der Unternehmensgeschichte. Neben dem angrenzenden Natura 2000 Schutzgebiet wird das Kraftwerk Traunleiten neu errichtet. Wir waren auf der Baustelle mit dabei. Wir sind hier auf einer Baustelle für ein Wasserkraftwerk. Das ist was ganz Besonderes. Ja, das stimmt. Es ist aktuell die größte Wasserkraftwerksbaustelle Österreichs mit einer Gesamtlänge von mehr als 3 Kilometer, ein Bauvolumen von knapp 48 Millionen Euro. Und wir bauen hier im Natura 2000 Gebiet eine neue Kraftwerksgeneration, die hier ausgleichen sucht. Und wir glauben auch zu Recht, dass die Stadt Wels auf dieses Kraftwerk sehr stolz sein kann. Wie konnte das überhaupt passieren, dass mir das gelingt, in einem Vogelschutzgebiet so ein Kraftwerk zu bauen? Das liegt sicher daran, dass wir gemeinsam mit den Behörden hier eine sehr gute technische Lösung erreichen haben können in vielen Gesprächen. Wir sehr Bedacht genommen haben auf die Natur. Wir haben sehr viele ökologische Maßnahmen gesetzt und mittlerweile auch schon umgesetzt. Und ich glaube, das war mit ein Grund, warum es dann auch so einfach unter Anführungsstrichen gegangen ist. Wir wollen im Probebetrieb mit Oktober, November gehen. Nach dem Probebetrieb Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, wird es dann wahrscheinlich auch fertig sein, das Gesamtprojekt. Wie viele Haushalte können damit beliefert werden? Wir können da mit diesem Kraftwerk und mit unseren restlichen Kraftwerken Ökostrom für die gesamte Stadt Wels produzieren. Das heißt, jeder Haushalt in Wels wird mit Ökostrom von uns beliefert werden können. Viele tolle Fahrzeuge durften wir vom Autohaus Nigl in Wels bereits für unser Motor- und Trends-Magazin testen. Heute schauen wir hinter die Kulissen. Kommen Sie mit! Wir haben natürlich auch sehr viele Eindosch-Fahrzeuge von allen Marken, über Mazda, Ford, VW. Und natürlich haben wir auch die Fachkräfte, die Autos reparieren können bei uns. Alles, was natürlich leider im Unfall passiert, können wir wieder rückgängig machen. Wir haben da einen sehr guten Spengler an Bord, der das jahrelang praktiziert, und auch einen sehr guten Lackierer als Partner. Wir haben das sogenannte Reifenhotel. Wir lagern die Reifen sehr gerne für unsere Kunden ein. Wir stecken sie auch um und eine Pflege bekommen sie auch noch. Das war Wirtschaft und Trends, das Magazin. Ich bedanke mich fürs Zusehen und freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Unter anderem bringen wir eine Spezialberichterstattung über die Fliegerei. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Diese Sendung widmete Ihnen Austrocard bei Turmöl.